Ja, Servus, Wellington Gaming HD. Auf die Frage, wofür stehen die Bezeichnungen bei den Grafikkarten wie APM, OC und SCL, kann ich dir eine einfache Antwort geben. Dafür steht einfach Bezeichnungen von verschiedenen Herstellern und die steht für übertakte oder maximale Übertaktung einer Grafikkarte, eines Grafikkartentyps. Und diese Begriffe an sich, das sind Abkürzungen. Jede Firma hat ihren eigenen Begriff. Ich habe aber Firmen nachgefragt, die werden mir das im Laufe dieses Tages zusenden, vielleicht eine Antwort, wozu die überhaupt, was das Wort an sich bedeutet. So, kommen wir zu der zweiten Frage. Welche Grafikkarte soll man nehmen? Ich empfehle die Firma MSI, obwohl ich ein großer Asus-Fan bin und vielleicht auch Club oder auch EVGA. Und es gibt viele Firmen, muss ich sagen, MSI hat derzeit eine der stabilsten und besten Grafikkarten. Warum? Ist ganz einfach. MSI hat die leisesten Lüfter. MSI hat die beste Kugellager verbaut. Dadurch sind die leiser. Es gibt aber zwei Arten, die man beim Mediamarkt und Saturn nicht auffinden kann. Nicht immer, wenn, dann in einer Großstadt. Und es gibt zwei Unterschiede. Ich empfehle zwei Grafikkarten, wenn man sagt, okay, das Geld. Kein Problem, das nehme ich. Okay, die eine Grafikkarte, das ist hier, wir sehen die MSI N560 GTX Ti TwinFrozen 2, 2 GB, das heißt 2 Arbeitsspeicher, aber hier immer noch 256 Bit Bus. So, dann gibt es natürlich noch die Ti 448 Cores und das heißt nichts anderes, dass das wie eine fast von den Cores, also Einheiten, wie eine 570 GTX ist und die gibt es sehr selten. Ich empfehle die nicht, die sind ein bisschen laut. Die, die ich empfehlen tue, das ist derzeit die hier. Das ist die MSI 560 GTX 478 Twin Frozen 3. Und die ist die derzeit die teuerste Grafikkarte von der Ti-Serie. Der Vorteil ist, dass die ungefähr nur 1%, nicht einmal 1% eigentlich, ungefähr, so ungefähr 0,5 bis 1% langsamer ist wie die GeForce GTX 570. Das heißt, die ist genauso schnell eigentlich, wenn man es betrachtet, wie die 75. Und die hat volle 320 Mbit und die hat 1,28 GB Speicher. Und wichtig ist nicht der Speicher, wie ich schon gesagt, wie ich mal erklärt habe, sondern eben halt der Bus, der Bit. Mein Favorit, wie schon gesagt, MSI N560 GTX 448 TwinFrozen 3. Ah ja, und preislich natürlich ist das nicht der Preis, das sind alles EK-Preise. Mir mag, was du vielleicht mehr zahlen müssen. Also, ich hoffe, die Antwort war hilfreich und Servus.